war. Das war ja wirklich von BMW das Flaggschiff. Der war deutlich teurer in der Preisliste als ein 7er. Ruft mir einer zu, den würde ich niemals verkaufen. Den schönsten Wagen von BMW. Das ist wirklich alles original. Die Türpappen sind nicht kaputt, ist nichts geplatzt. Die, die es noch nicht kennen, Kassettenfach. Das sind zwei 325 i-Blöcke als V aneinander geschraubt. Ist das das Flaggschiff der 90er? Oder, ich glaube, die meisten von euch kennen den Wagen gar nicht, das ist ein BMW 850 V12 handgeschaltet. Und ich bin hier im wunderschönen Hamburg und der Sven steht neben mir. Grüß der euch, hat hallo. Mich eingeladen und hat gesagt, komm mal vorbei, das hast du noch nie auf dem Kanal gehabt. Und den Wagen schauen wir uns heute mal an. Der ist aus den Anfang 90er. Ich glaube, die meisten von euch kennen den gar nicht. Und da ist wirklich ein V12 drin. Und ja, was der alles schon damals hatte und was das Besondere an dem Wagen ist und worauf man achten sollte, wenn man sich sowas kauft, das erfahrt ihr in diesem Video. Lasst einen Daumen nach oben da, Abo ist auch super gern gesehen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Los geht's. Gehen wir mal rum. Wo fangen wir denn an, Sven? Na, ich würde mal sagen vorne. Also das Auto ist ein 91er 850i Baureihe E31. Ja. Und was ich an diesem Auto so toll finde, ist diese zeitlose Form. Der Wagen wirkt immer noch ganz modern und ästhetisch. Das ist das letzte Modell, was BMW mit Klapp Scheinwerfern gebaut hat. Und ihr könnt vorne ja auch sehen, diese Niere, das Flache, ist von dem M1 abgeleitet. War ein Wahnsinnsprojekt. BMW wollte damals das beste Coupé der Welt bauen. Und es gibt auch irgendwo bei YouTube noch einen Entwicklungsfilm, also schwirrten dann Zahlen rum, dass BMW 1 Milliarde Mark investiert hat Mitte der 80er, um dieses Fahrzeug zu bauen. Und da sind so viele technische Sachen drin, die ihr auch heute noch bei den, ja, sag ich mal, aktuellen BMWs wiederfindet, gerade bei den Coupés. Fängt zum Beispiel damit an, auch wenn ich an Cabrio denke, ne, wir haben keine B-Säule. Ja. Die Scheiben fahren sich komplett runter. Du hast die Scheiben, die sich unter die Dichtung fahren, wegen den Geräuschen. Du hast Integralsitze. Das ist das Auto, was diese ganzen Sachen quasi technisch gebracht hat. Der Wagen hat auch erste Serie adaptives Fahrwerk, also sportlich und Komfort. Das ist verrückt, also, als wir den gerade gezeigt haben. Ich gehe mal mit euch so rum ums Auto. Ja. Das muss erstmal so klarkommen damit, dass der über 30 Jahre alt ist. Und dass das quasi so der Prototyp war von allen anderen, die mit der Elektronik danach kamen. Oh, 7er. Ob es ein Prototyp war, das war ja wirklich von BMW das Flaggschiff. Der war deutlich teurer in der Preisliste als ein 7er. Stückzahlen sind super gering. Also ich meine, irgendwas um 30.000 Autos wurden gebaut. Da muss man natürlich auch sehen, es gab ja auch noch einen 8-Zylinder. Dann gab es noch den CSI, der noch etwas mehr Hubraum hatte und ein bisschen mehr Leistung. Und dieser ist halt ein ganz klassischer 850i, Baujahr 91. Handgebaut in Dingolfingen. Man sieht auch eine Farbe aus den 90ern. Lagunengrün Metallic mit pergamentfarbenem Leder, hell und dunkel. Das ist schon geil, ne? Und wenn du mit dem unterwegs bist, du wirst immer angesprochen, weil die Leute sagen, der sieht so geil aus. Ich habe das an der Tankstelle schon gehabt, da ruft mir einer zu, den würde ich niemals verkaufen, den schönsten Wagen vom BMW. Ein älterer Herr ist zu mir gekommen, der hat fast Pipi in den Augen gehabt und hat gesagt, so einen hat er auch mal gehabt, das wäre das geilste Auto gewesen überhaupt. Hm. Und er fährt sich wirklich gut, um vielleicht einigen mal das so ein bisschen wegzunehmen, die vielleicht denken, das wäre der absolute Kurvenjäger oder irgendwie Beschleunigungsmonster oder so. Nein, das ist ein richtig großer Gran Turismo. Das ist ein Auto, mit dem du eine Langstrecke fahren kannst, ganz bequem. Du hast enorm viel Platz, Fahrer, Beifahrer. Du hast eigentlich allen Komfort. Der hat ja schon Memory-Sitze für einen Fahrer. Der hat eine elektronische Lenksäulenverstellung, eine Zwei-Zonen-Klimaanlage, Sitzheizung. Der hat ein Soundsystem, ein elektronisches Heckrollo. Der hat schon ABS, der Wagen. Der hat eine Anti-Schlupf-Regelung hinten. Das ist ja das erste Fahrzeug, was elektronische Drosselklappen hat. Ich meine, so Kleinigkeiten, ne? Wenn du dir die Türen anguckst. Schaut euch mal an, über 33 Jahre das Leder. Und wir wissen noch mein Sitz vom M3. Und dann weiß man noch damals, wie gut die Qualität ist. Ne? Ja, ist original. Der ist also wirklich, ist nichts nachgearbeitet. Ne? Es ist wirklich alles original. Die Türpappen sind nicht kaputt, ist nichts geplatzt. Der stand aber auch in der Garage. Ne? Ja. Das ist auch nochmal. Weißt du, wie viele das davon gebaut haben? Ja, ich hatte schon gesagt, ich meine so 30.000 Autos. Und von diesem hier, ich weiß nicht, von dem 850er ein paar mehr sicherlich in diesen 30.000. Aber handgeschaltet ist halt das Thema. Ne? Mhm. Wo gab es denn Anfang der 90er einen handgeschalteten 12-Zylinder? Ich glaube bei Ferrari, das war es dann schon. Mercedes hat sowas nie gebaut. Ja, ist schon der Wahnsinn. Vor allem mit der fehlenden B-Säule. Boah, das ist auch so ein Blickfang, wenn du runter machst. Und dann hast du gesagt, das besonders auch noch an den Gurten, oder? Ja, diese Zweifarbigkeit, ne? Dass du hier so ein Graubraun oder was mit Schwarz abgesetzt, ne? Das machen sie jetzt doch wieder bei M mit draußen. Das stimmt. Da war jetzt gerade noch jemand da, der hat auch sofort gesagt, ein schönes Auto. Das erkennen dann auch mal die Spezies. Nee, sie ist auch noch Memory-Sitze. Das ist das Ding jetzt echt.
das ist schon cool. Und da ist auch noch, die es noch nicht kennen, Kassettenfach. Mit so einem kleinen orangen Logo, wenn du siehst, da ist wirklich eine Kassette drin. Genau. Das ist dann rot. Das musstest du extra bestellen. Ich glaube, 140 Mark hat das damals gekostet. Da habt ihr noch EDC. Ja, EDC, Antischlupf auszuschalten. Heckroller hast du gesagt. Heckroller. Und drüber ist für die Werksalarmanlage das Blinkding und unten am Sitz zwischen dem, quasi wo du dich einsteckst, ist die Sitzheizungsverstellung. Also wirklich dazwischen ist die drin. Genau, das ist eine Sitzheizungsverstellung. Ja. Die ist im Sitz integriert, haben sie später oben in die Konsole reingebracht. Du hast ein Doppeldeck-Handschuhfach. Oberen Deckel aufmachen, stimmt, unteren das Deckel gezeigt. Aufmachen. Das zeige ich euch gleich nochmal, wenn wir im Auto sitzen. Jetzt muss aber auch mal den Kofferraum, also den Motorraum. Den Motorraum. Gut, jetzt machen wir mal den Motorraum auf. Wir haben auch ein Schwein mit dem Wetter, ne? Wir sind hier direkt an der Elbe, aber es sind schon wieder fast gefühlte 30 Grad. Boah, geht ne? ja einiger, ja. Es ist so warm. Da Ach so, ist er. Da ist er. M70 heißt der Motor. 5 Liter V12. Das sind die großen elektronischen Drosselklappen. Und das ist alles doppelt bei dem Auto. Haltstart. M70 V12. Also ich würde sagen, das kann man mal machen. Power-Motor halt. Ja, du hast es gerade gesagt, ja auch mit dem Wischwasserbehälter, das ist auch das verrückt. Das ist auch völlig verrückt. Also der Wagen, du siehst ja, es ist alles voll, fällt dir vielleicht auch noch auf, er hat keinen Bremskraftverstärker. Ist der auch hinten oder was? Nee, der hat diese, nennt man so eine kleine Handgranate, das ist von ATE, die ist mit so einem Stickstoff oder irgendwas gefüllt. Okay. Und da pumpt die Servolenkung Druck rein und gibt das dann ab, wenn du es brauchst. Ja. Also wenn ihr das besser erklären könnt, schreibt das gerne mal drunter. Die waren nämlich auch kaputt. Und also hier sind, ich weiß nicht, was hier alles an Geld wir werden gleich in dem Video euch nochmal erzählen, was da alles noch reingesteckt hat. Hier, ne? Das ist Scheibenwasser. Und das Besondere ist, er hat im Kofferraum hinten an der Stoßstange noch einen Einfüller. Da ist ein größerer Tank und dann pumpt er das nach vorne, damit er das Wasser auch hier in größeren Mengen hat. Und der Oberclou ist, du hast einen Intensivreiniger für Insekten. Also wirklich, du hast auch einen Knopf drin mit S. Na guck mal hier, Intensivreiniger, Concentrated Cleaner. Da ist speziell für BMW mit der Teilenummer drauf, was hier reingemacht werden soll. 2 Waschbehälter, vorreinigen, wieder Waschanlage und dann nachspülen. Das sind die Sprühscheiben. Für die Sprühdüsen, für den Scheinwerfer. Ja. Wenn ihr euch jetzt wundert, dass die Scheinwerfer draußen sind, ich hatte die in diese Servicestellung gebracht, dass man die putzen kann und so weiter, um das mal zu zeigen, wenn die hochgeklappt sind. Ja. Wir können die gleich mal einfahren und zeigen das Licht nochmal und so weiter. Und dann hast du ja auch gesagt, von vorne mit dem Licht, wenn die zu sind. Ja, das ist so. Genau. Du hast einmal hier dein Leuchtband, das ist der Blinker, das ist dein ganz normales Standlicht. Und das ist quasi deine Lichthupe, wenn die Scheinwerfer eingefahren sind. Das hat BMW so konstruiert, dass die nicht hochfahren müssen zum Blitzen und dann wieder einfahren, sondern die blitzen dann hier auf beiden Seiten. Und wenn du die oberen Scheinwerfer draußen hast, dann blitzen die Scheinwerfer, also 4 Lampen sozusagen. Ja. Das war dann wohl damals das Überholprestige auf der Autobahn, wenn der 12-Ender hinter dir angesetzt hat. Aber das ist schon echt mega, was da für Technik drin steht. Unglaublich. Und, der hat sogar eine Beleuchtung im Motorraum. Stimmt, das ist auch Wenn noch ihr nachts gesagt. Eine Panne hättet, könnt ihr die Beleuchtung im Auto einschalten. Dann habt ihr ein Licht hier drin und guckt euch alleine mal die Verdrahtung von den Wasserspritzdüsen an. Also ne, mit Heizung drin und es ist unglaublich alles. Und dann hast du gesagt, teilemäßig ja, worden, das ist dann auch... Wie heißt das? Diese Wärmedämmung, genau. Und man sieht, ne, das löst sich mit der Zeit auf, da gehen die Weichmacher raus und die Teile sind nicht mehr lieferbar vom BMW. So, und wenn du den vom 30-jährigen Schlachtfahrzeug, das sieht auch nicht besser aus. Also deshalb, ich heilige das und da wird auch nicht dran rumgeschraubt, das bleibt erstmal so dran. Klimaanlage ist mal neu befüllt worden und so weiter, also die ganze Sache, hast du auch gemerkt, die läuft auch gut. Ja, Klima läuft sehr gut und das ist der gleiche Motor wie im 57i, genau. Hat man gerade gesagt. Das ist der gleiche Motor wie im 57i. Und dann hast du gesagt, Das sind 2 325i Blöcke, als V aneinander geschraubt, jeder mit seinem eigenen Steuergerät und oben drüber ist nochmal ein korrespondierendes Steuergerät. Und wenn man sich vorstellt, die Luft, die hier reingeht, geht durch diese lange Ansaugbrücke natürlich in diesen Block rein und das in diesen Block. Das heißt, oben drüber ist alles kreuzverkehrt. Okay. Muss ja, weil die Luft läuft ja, siehst du ja hier, in den Einlasskanal oben und dann nach unten rein in den Motor. Also verrückt. Deshalb, wenn du Fehler suchst oder so, musst du immer umdenken, dass ne, das die eine Bank, der ist auch in der Lage, wenn er einen Fehler hat, eine Bank stillzulegen und du kannst immer noch nach Hause fahren. Dann läuft er natürlich nicht mehr gut. Ja, er hat so ein Notlaufprogramm, dass nur noch, wenn nur noch eine Bank fährt, weil er eben 2 Steuergeräte hat und hat eben alles doppelt. Diagnosestecker ist auch schon hier. Erste Generation. Ne? Genau, da gab es mal Adapter früher, um Autos zu haben für den. Genau. So nicht mal dieser OBD, dieser eckige, das sondern ist der runde. Der runde, das für die Älteren. Runde. Ja. Mhm.
Ja. Jetzt muss er einmal anmachen, dass wir das mal hören hier. Ja, das ist natürlich, das ist ja sowieso das Coolste, wenn er anspringt, wie der andreht. Ich sage mal, das Triebwerk wird eingeschaltet. Ja, das Triebwerk, das ist ja echt, wie sich ja zündet. Wie der zündet. So, wir machen den mal an. So, Sascha steht vorm Auto, Zündung an und go. Meine so 700 Touren. So, geh wieder aus dem Auto raus. So, Sascha, pack mal deine Hand oben drauf, damit du diese Laufruhe kennst. Da konnte man diesen Münztest machen. Ja. Und eine Münze hochkant draufpacken. Was der für eine. Da geht ja gar nichts. Nee, das also ist ein Zwölfzylinder. Du hast ja mit jeder. Halt mal fest, ich mache eine Münze drauf. Ja, versuch das mal. Musst du längst so draufstellen. Mhm. Du hast ja mit, Ja. Du hast ja mit jeder Zündung bei dem Motor. Hast du ja immer einen kleinen, was hast du denn? Du musst so 50 Cent oder? 50 Cent, die ein bisschen größere nehmen, die ein bisschen mehr steht. 2 Euro. Kannst du auch mal versuchen. Ich glaube, wir haben es mal mit dem 1 Euro gemacht. Das bei jeder Kurbelwellenumdrehung hast du eine kleine Zündung. Ja, das ist ja extra mit dem Versatz so gemacht. So, ja. Ha! So, Motor läuft. Ja. Und die Münze steht. Ja, der Motor ist 33 Jahre alt. Das macht mal bei eurem Motor. Das ist schon cool, ne? Ja, das ist schon geil. Also, ja, und den hast du jetzt wieder. Ja, gefällt dir, was sagst doch, du? Doch, der ist wieder. Ja? Damit ich dich auch noch mal mit dem Auto zeige. Ne? Ja. Ist er extra gekommen, hat sich den angeguckt. Ne? Das ist das schönste Coupé, finde ich. Ich kann ja vielleicht auch noch mal so 2, 3 Stellen zeigen, die ich so toll finde an dem Wagen. Wenn ihr euch die Seite hier mal anguckt, guckt mal hier, diese kleine Verbreiterung, die hier so rumgeht und das Auto schließt sich hier nach hinten nochmal. Und es ist alles symmetrisch. Ne? Die Auspuffanlage, die großen Lampen, die sind ja auch schon so wie so ein bisschen angetönt. Ne? Als siehst du? Ja. Auch mit dem Blinker. Da sind so Folien da rein, damit das alles gab's nicht. Dann eigentlich die, es gibt ja früher diese E36, weißt du, die waren sehr undicht. Die sind echt. Keine Schwachstelle? Kann ich dir jetzt so nichts zu sagen. Also er steht ja jetzt auch nicht dauernd draußen, ist bestimmt auch was dran. Ich weiß nur, wenn was ist, es ist nichts lieferbar. Nur über Connections zu bekommen, alles echt super, super schwierig. Ja. Gib mir noch mal Gas, wenn ich hier hinten stehe. Ich gehe noch mal rein, ich gebe noch mal Gas. Ja, du musst vor allen Dingen auch noch mal vorne zeigen, wie der macht. Ne? Stimmt, das müssen wir auch noch. Ja. Na? Ja. Aber man riecht es. Nee. Er hat noch das ist ein ungeriegelter Cut. Ja, aber das ist schön noch. So. Also schon. Hammer, ne? Ich glaube, ich mache den jetzt mal wieder aus. Guck mal aufs Lenkrad zum Beispiel. Wenn du ihn ausmachst, hier diese Geschichte. Achso, weil die Tür offen war. Ja, genau. Er hat ja diese Geschichte auch komfortmäßig. Hier, hast du gesehen? Der fährt den runter, auch um den Platz zu geben. Hast du doch heute auch für eine Ausstiegshilfe. Auch. Hier, aber wenn du ihn ausmachst, siehst du, fährt er sich weg oder wird auch einen Sitz sonst da hinten nehmen, damit du noch mehr Platz hast. Und wie schaltest du jetzt die Scheinwerfer runter? Wie kriegst du die Position wieder weg? Ja, können wir auch machen. Dann guck mal, wie die einklappen. Ja, warte. So, pass auf. Ja. Ist schon ein Konzert, ne? Das ist schon eine Ansage, ja. So. Und zum Thema Felgen, Sven, hattest du ja gesagt, das sind jetzt schon Alpina-Felgen. Ich blende mal so ein Foto ein von den anderen Felgen, die eigentlich drauf sind, oder? Da sind normalerweise 16 Zoll drauf gewesen. Die fand ich optisch aber nicht so schön, weil ich finde gerade, das konserviert ja diese Zeit mit diesem etwas edleren, wie nennt man das, Tuning. Ja, das ich hatte ein bisschen Diskussion am Anfang mit dem TÜV wegen H-Kennzeichen. Ja. Die sind eingetragen und alles. Okay. Das sind keine Original-Alpina-Felgen, weil das Problem ist, die Räder zu kaufen. Und ich fahre ja auch mit dem Auto und ich möchte nun keine Räder kaufen, die 25 oder 30 Jahre alt sind, weißt du, wo du gar nicht weißt, ob die einen Bruch hatten oder vielleicht irgendwas kaputt ist. Ach so, deswegen, ja. Es gibt eine Firma, die diese Felgen quasi in dieser Form mit Gutachten fertigt. Dann sind entsprechend die Alpina-Logos da drauf gekommen und so weiter. Mhm. Das haben wir eingetragen und es ging dann drum, weil die sind ein Tickchen breiter von den Reifen. Vorne ist 2,65 und hinten ist 2,95 drauf. Ich meine, wenn du von hinten siehst, der steht absolut satt. Da liegen keine Distanzscheiben oder irgendwas zwischen. Ja. Also sieht sehr schön aus, ja. Also wie vom Werk, würde ich ja. Ja, das war dann auch in Ordnung. Dann gab es ein bisschen Diskussion. Dann kam noch ein anderer Gutachter und sagte, nein, das kann alles so eingetragen werden. Das ist zeitgenössisches Tuning. Ja, das ist neu erlaubt. Was den Wagen genau, es gibt auch, könnt ihr ja selber mal Spaß mal machen. Tippt mal 1991 850i und dann Alpina Felgen ein. Ihr findet, glaube ich, sogar das Auto mit der Farbe.
sehr schön. Den Kofferraum machen wir auch nochmal auf, ja. Hatte ich ja gerade gesagt. Kannst du gerne mal reingucken. So. Hier ist mein Stuhl drin, ne, für Treffen und sowas. Treffen, genau. Ist eine Endstufe noch drin, wenn du den runterklappst von Blaupunkt, steht drauf Blaupunkt für BMW, die musste eingeschickt werden, das ging auch alles nicht mehr. Hier ist der klassische Werkzeugkasten oben drin. Gab es noch einen CD-Wechsler hier? Und damals gab's der hat keinen gehabt, nee, konnte man bestimmt bestellen. Ja. Ne? Und hier ist der kleine Werkzeugkasten, die blaue Mauritius fehlt, die habe ich noch nicht gefunden. Dieser kleine blaue Lappen, das kennst du auch, das Thema. Ne? Ja. So, und was ich hier mal drin habe, ich weiß nicht, ob du das schon gezeigt hattest, das ist ja meine Firma, Canfors Alarmsysteme. Genau, müsst ihr gerne mal nachschauen. Also da hat er mir, der Sven, gerade auch Sachen gezeigt, Fotos gezeigt von diesen Einbruchsachen. Ja, BMW-Scheinwerfer geklaut. Und genau, das kann man noch mal kurz erzählen gleich. Ich habe hier hinten immer einen Karton mit, um den Leuten, wenn man das reinlegt, zu zeigen. Ne? Hier ist die größte Alarmanlage drin, auch für PKWs, die es auf dem Markt ist. Und wir haben Keyless Entry nachgerüstet. Vor allem, ja, genau. Sascha Keyless Entry in dem Wagen hier. Und volle Handysteuerung, ne? Ja, das wollen wir auch nochmal zeigen. Ja, machen wir auch. Also, siehst du, wir haben so viel Tipps. Hier ist übrigens der Waschbehälter. Guck mal, da ist kein Schnack. Jo. 9 Liter Wasser einfüllen, Batterien links und rechts. Zwei große Batterien drin hat er. Genau, weil er damals echt ein bisschen Strom brauchte. Ja, und dann hast du jetzt gesagt, genau, Keyless Go. Also, er hat ja normalerweise, jetzt haben wir den Schlüssel. Also, normalerweise, das ist der Originalschlüssel, der Hauptschlüssel. Ja. Der hatte hier zum Drücken mit einer kleinen Batterie dieses Licht, dass du nachts dein Schloss genau, finden konntest. Genau, das ist nur zum Leuchten, der Knopf. Der kann darüber nichts machen. Mhm. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben sogenannte Transponder. Das ist ein Bluetooth-Tag. Wir haben eine Pandora Elite-Alarmanlage hier eingebaut. Jetzt kann ich hier über die Zentralverriegelung schärfen, also Zentralverriegelung auf- und zumachen und auch die Alarmanlage schärfen. Und das Gleiche hatte ich Sascha vorhin schon gezeigt, da hat er Bauklötze gestaunt auf dem Handy. Stimmt's oder nicht? Ja, das ist schon verrückt. Da, also, der Wagen steht. Mal, ne? Vielleicht kann man das hier sehen, so ist eine Sonne. Warte mal, ich komme so. Ja. Ja, ich glaube, so geht's. Ja. Und hier unten, wo wir jetzt gerade sind, hier an der Elbe, ne? Ihr könnt auch hier die Temperaturen jetzt im Motorraum und sowas sehen, das wird über die Sirene abgefasst. Ja. Ne? Ich habe ein Protokoll, dass wir ihn gestartet, geöffnet, gefahren haben. Hier seht ihr auch, also ein paar Meter, Motor war an. Mhm. Ich hatte ihm vorhin gezeigt, Alarm, wenn die Tür aufgemacht wird und all solche Sachen. Ja, und wir haben wirklich eine Verbindung zum Auto, würde mir anzeigen, Kofferraum auf ist, Motorraum auf ist und sowas und ist jetzt entschärft. Genau, wenn ich jetzt drücke, kann ich einmal, entweder mache ich das hier mit oder ich schieße jetzt wirklich einen Befehl über den Server ans Auto und das Auto ist gerade zugegangen. Also wie beim Tesla. Ja, und du kannst einen Mund zumachen bei 33 Jahren. Genau. Das ist 33 Jahre. Und wenn du sogar hingehst, hast du gesagt, geht der Keyless auf. Das haben wir auch. Also mit dem Handy hat das jetzt nichts zu tun. Ja. Den kleinen Tag habe ich bei mir. So, jetzt gehe ich zum Auto und ziehe hier an der Türklinke. Und das Auto ist wieder offen. Wir machen eine Abfrage auf den Transponder, ob der da ist. Ist der nicht da, ist die Alarmanlage natürlich sofort los. Ja. Ne? So, ich schärfe den jetzt mal über den Tag. So, Auto ist zu. Blinker haben einmal quittiert. Er würde sich auch melden, wenn der Kofferraum nicht geschlossen ist und solche Sachen. Ja, und jetzt ist das Auto komplett abgesehen. Wir haben noch einen Störsenderschutz, wir haben eine aktive Wegfahrsperre, habe ich Sascha vorhin auch gezeigt. Ne? Wenn die Tür aufmacht, versucht zu starten, du drehst ins Leere. Sollte dir einer die Schlüssel klauen, kannst das Auto per Anruf komplett sperren. Und stilllegen, oder? Ja. Ja, und stilllegen, genau. Und er hat natürlich Schocksensorik, Neigungssensorik, wenn sie ihn wegziehen wollen, abziehen wollen, irgendwas. Wenn du den Wagen hier ärgerst. Ja. Schocksensor, Meldung. Alarmzone, Schocksensor. Sofort. Ja. So, ne? Kriege ich, bestätige das. Wegfahrsperre ist drin. Also, wenn euch sowas interessiert, wir haben gerade einen Macan, der war schon geklaut. Der war schon im Container nach Antwerpen. Genau, und Fahrgestellnummer raus. Ja, habe ich dir auch gezeigt. Zweite Nummer schon reingeflext und hin und her. Genau, wenn euch das interessiert, auch für eure ganzen BMWs, schaut mal auf unseren Kanal Canfors Alarmsysteme bei YouTube und lasst mal ein Like da, guckt euch mal die Videos an. So ja, das an blende ich auf jeden Fall mal ein. Könnt ihr gerne Autos, anschauen. Was wir machen. Wir haben auch ganz viele BMWs fertig gemacht. Meistens Leute, die schon mal irgendwie Scheinwerfer geklaut haben, Felgen weg hatten und hatten den ganzen Ärger schon mal. Ja, ne? Meistens ist es ja dann, wenn es zu spät ist. Oder? Dann denkst du, kommt danach. Dann kommen sie an und dann heißt es, mein Auto steht jetzt seit 3 Monaten bei BMW, bei Mercedes, G-Klassen Scheinwerfer und dann fahren sie mit dem Leihwagen durch die Gegend. So, ihr hört, sehr, sehr leise und untertourig zu fahren. Sehr bequem. Ich kann das Fahrwerk noch mal auf Komfort hier unten umschalten. So, jetzt ist er noch angenehmer und etwas weicher gefedert. Aber sehr schöner Wagen. Ich bin echt mal auf eure Meinung gespannt, weil ich kann es einfach nicht glauben, dass das so alt ist. Irgendwie, dass es sowas schon von früher gab. Weil so ist es. Ich hatte ich den Sven auch gesagt, den Ford Probe mit den Klappscheinwerfern. Ja. Und das war eigentlich immer so der Wunschkandidat damals, weil da war ich, boah, wie alt war ich denn da? Da war ich ja gerade mal 11, 12, als der so rauskam. Und ich glaube, mein Vater fand den auch damals immer mega schön. Ja. Und
Ja, weil damals einfach zu teuer war. Ja, jetzt sind die Klappen reingefahren. Ja, was sagte mir einer? Ja, für das Auto konntest du ja früher ein Eckhaus kaufen. Weißt du noch den Preis, D-Mark? Oh, ich glaube an die 160.000 Mark. 160.000 Mark? Mark. Und du musst überlegen, Mark, wie viel Mark damals wert war. 1991. Ich meine, aber guck dir den mal an. Guck dir diese Zeitlosigkeit von dem Auto mal an. Ich finde das und dann auch. Die Technik, das ist ja kein Auto, wo du drin sitzt und irgendwie schmollen musst oder so, sondern das Auto fährt ja wirklich gut. Ja. Ne? Du kannst die Bremsen und die Lenkung nicht mit heute vergleichen. Er ist ein wunderbarer Gleiter auf der Autobahn. Ja, aber wir wollten ja auch noch mal auf das ganze Thema Ersatzteile, Kosten genau, und wir so gehen weiter jetzt kommen. Wir das Auto kostet richtig Geld im Unterhalt. H-Kennzeichen ist jetzt mit den Steuern ja nicht mehr so, ja. Aber das ganze Thema Ersatzteile, wenn was ist und das Auto hat natürlich auch ein bisschen Spritverbrauch, ne? Du hast gesagt, so 16, 18, 16 bis 20 Liter 20 in der Stadt, ja. Standard, oder? Kannst du ihn auch mal ein bisschen auf der Autobahn runterkriegen, wenn du mit 120 oder so fährst und natürlich immer dran denken, das ist natürlich auch hier BMW, bitte auf jeden Fall bleifrei tanken, ne? Das gab's ja wirklich. Ihr kennt bestimmt welche auch nicht mehr, ne? Und sagen, wie bleifrei. Gab's verbleites Benzin und bleifreies Benzin. Ja. Und das hatte ja was mit zu tun, um die Klopffestigkeit im Treibstoff zu erhöhen wegen den Ventilen. Ne? Und da mussten bestimmte Autos verbleit fahren. So, wenn ihr rausguckt, ich mache noch mal die Scheinwerfer raus, dann kann man sie vorne sehen. Jetzt sind die beiden Klappen aufgegangen und die Scheinwerfer sind rausgekommen. Er zieht wunderbar durch, ne? Diese Laufruhe. Man merkt, der Motor hat Kraft in allen Lagen. Okay. Und wenn du jetzt sagst, wenn jetzt jemand so Bock auf so ein Auto hat, da haben wir gerade schon gesagt, musst du auf jeden Fall Geld in der Hinterhand haben. Ja. Und was würdest du sagen, sind so die Schwachstellen vom Auto? Die Schwachstellen sind natürlich die Elektronik, die Ersatzteilbeschaffung. Und das größte Problem ist, dass du kaum noch Leute hast, die sich mit den Autos auskennen. Mhm. Der hat ja so viel Elektronik drin, wenn da irgendwas nicht geht. Und, ich sag, die Community ist der Helfer. Ich habe auch einen guten Kontakt zu dem einen Techniker da oder der selber auch Ersatzteile vertreibt und sowas. Und den habe ich am Anfang wirklich bei zwei, drei Sachen wirklich mal angerufen. Ja. Ich hatte den in einer Spezialwerkstatt, die haben mir die ganzen Bremsen wieder gemacht. Das war nämlich alles platt, nichts war zu bekommen. Das heißt, die Sättel aufgearbeitet, das alles hätten wir auch gekonnt. Aber wie gesagt, wir bauen Alarmanlagen und sowas ein. Und dann war sieht aus wirklich wie eine kleine Handgranate von ATE, so eine kleine grüne mit Druckanschlüssen. Und der Wagen hat immer gesagt, Druckspeicher niedrig oder defekt und sowas. Und da habe ich gesagt, komm, dann wechselt das gleich auch, macht die Flüssigkeiten und so weiter. Mhm. Und dann ruft der Meister mich an und sagt, du Sven, ich weiß gar nicht mehr weiter. Wir haben alles fertig gemacht. Wir fahren mit dem Auto, der Wagen wird warm, die Bremsen ziehen sich zu und das Auto steht und lässt sich nicht mehr bewegen. Okay. Dann stehst du da und sagst, woran liegt das denn? Heute weiß ich das, dann habe ich den Spezi angerufen, der sagt, ja, ihr habt jetzt zwar alles getauscht, neue Flüssigkeiten drin, irgendwie die Dichtringe quillen dann auf von dem neuen Flüssigkeit. Komm mal da, das sehen hier. Warte, komm mal rein, damit man dich auch sieht. Ach so, die neuen Dichtringe von dem, das ist der Bremsverteiler oben. Okay. Die sitzen, und da sag ich, austauschen. Da sagt er, Quatsch, daran liegt das nicht. Ich sag, austauschen. Das haben wir doch gerade alles wieder zusammengebaut. So, haben sie es ausgetauscht, ruft er mich an, sagst, glaubst du nicht. Das war's, der läuft wieder. So, solche Sachen, aber das musst du natürlich wissen. Ja. Die Frage habe ich im Foren von dem Achter jetzt schon mehrfach gesehen. Ja. Oh, und wie viel Geld hast du da reingestellt, wenn man so sagt? Das war schon... Kannst du ungefähr die Richtung, damit ihr mal so eine Range habt? Weil nicht, dass ihr sagt, mit 5.000 Euro gehe ich an so ein Projekt. Wenn du mit den Felgen, mit der H-Kennzeichnung, was haben wir denn noch alles gemacht? Endstufe repariert, Lautsprecher repariert, Scheinwerfer wieder in Ordnung, Scheibenwischer wieder in Ordnung gebracht. Das Lüftergebläse saß plötzlich fest, da qualmte wirklich alles raus, war fest, hat dann die Endstufe, das nennt sich so ein Heizschwert, so ein Kühlschwert ist das, wo die Transistoren drauf sitzen, war durchgebrannt, kriegst du so auch nicht mehr als Teile mit mal eben. Okay. Ganzen Pixelgeschichten, also ich würde sagen, summa summarum, also locker 20.000. Ja. Also locker. Also Reparaturen, Instandsetzen, ich sag ja Bremsen. Ach, Fahrwerk, genau, Fahrwerk, das ist nämlich auch noch so ein EDC-Fahrwerk, Thema. EDC-Fahrwerk, genau. EDC-Fahrwerk hatte ich dir vorhin schon erzählt, deshalb poppt das nicht gleich auf. Der hat die erste Generation EDC drin. Dann musst du, wenn du die Stoßdämpfer aufbaust, wissen, ich glaube, Boge und ATE, der hatte die von Boge drin, die waren noch seltener. Okay. Die haben dann so dreipolige Stecker. Und dann gibt es eine Firma in Polen, wo man die hinschicken kann. Und die tauschen die quasi gegen Altteile aus. Und nur mal so 4 Mille, 4 Stoßdämpfer ohne eigenen Ausbau. So. Und das war mir wichtig, dass man nicht mit den alten Stoßdämpfern rumfährt, war auch im TÜV wichtig. Ne? Mhm. Siehst ja, guck dir die Bremsen an, da hat noch nicht, ist halt alles noch nicht so viel gelaufen. Also das ist
ein sehr, sehr teures Hobby. Ihr müsst da Bock drauf haben. Ja. Mein Heckrollo hat im Moment noch das Problem, da hatte sich nämlich ein Arm verabschiedet. Jetzt geht der Motor nicht mehr und dann findest du Ersatzteile in Estland zu Schweinepreisen und so weiter. Und ich habe jetzt wirklich heute per Post von einem anderen Achterschlachter eine komplette Achterschlachter, eine komplette Platte mit einem neuen Rollo gekriegt, allerdings in Blaumetall, in so einem Blauton und schwarzen Lautsprecherabdeckung. Das heißt, wir werden das Rollo umbauen. Das wird jetzt wieder ein Projekt für, wenn wir mal Zeit haben. Aber dann geht das Rollo wieder. Da hast du gesagt, die ganze Sitzbank muss raus, oder? Ja, du musst diese, das sind so Sitzschalen, die nimmst du raus, das schraubst du dann alles weg, die Seitenpappen müssen raus und dann musst du die Lautsprecher ausbauen und dann von unten hinten das abmachen. Also schon ein bisschen Projekt. Das Dach haben wir gemacht, komplett. Da ist es auch so ein Thema, da gibt es irgendwie die Zahnradkassetten und diese, diese ganzen Teile gibt es nicht mehr. Ach so, meinst du? So schwer alles zu bekommen. Da gibt es welche, die fangen an und produzieren das mit ihren Kunststoffdruckern danach und 3D-Druckern und sowas. Und der Stoff hängt an, der löst sich ab. Ne? Diese ganze Klebergeschichte dazwischen. Also es ist ein Traumauto. Ganz, ganz angenehm. Na, 12 Zylinder halt. Ne? Das ist schon sehr, sehr schön zu fahren. So, ich beschleunige noch mal ein bisschen. Ich habe noch nie so viel positives Feedback gekriegt und so viel Spaß mit dem Wagen. Viele können den nicht zuordnen. Es gibt auch welche, die sagen, der ist doof, gefällt denen nicht oder sowas, weil der so futuristisch aussieht. Also ich finde, das ist so wirklich so ein Klassiker. Also ich habe das in der Stadt gehabt, die fahren dann mit den BMWs an dir vorbei, halten dir die Daumen hoch und sagen, geil, ein Achter, der fährt und so weiter. Ne? Ja. Der eine hat mir erzählt, den Wagen hätte er mal als Modellauto gehabt. Ja, das war damals so das erste schöne Coupé, was so rauskam. Oder? Das danach kam Mercedes ja auch mit ihren großen, da gab es ja den 600er, aber es gab nie einen handgeschalteten. Und ich finde, dass dieser deutlich sportlicher aussieht. Der Mercedes ist ja so ein bisschen, ein bisschen plump, langgezogen, aber vorne dieses, das wird es nie wieder geben. So eine kleine Niere, ne, mit den schicken Lampen, alles was rumläuft. Dann dieser Farbton, auch die hellere Innenausstattung, ne, das Schiebedach, Klappscheinwerfer, 12 Zylinder. Ich meine, was fahren die heute? Drei Zylinder? Drei Zylinder, ja, zwei Zylinder, ja. Und dann fliegt der auseinander bei 375.000 Kilometern und sowas. Ja. Der hat es gelaufen? Was hat es denn nochmal? 164.000. Ich meine, mach mal einen Schnitt, geteilt durch 33. Also, das ist nicht so viel. Nee. Das ist nicht so viel. Das ist alles original. Nichts verbastelt, nichts verschraubt. Na, viele gab es ja, die haben sie tiefer gelegt, Spoiler dran geklebt und ich weiß nicht, was gemacht. Ungeflext, verbreitert. Ja. Genau, total totgefahren. Er ist auch absolut trocken, hatten wir auch. Da leckte er immer, wenn man ihn gefahren hat. Aber der Dichtring von dem Spanner von der Steuerkette war nicht in Ordnung. Okay. So, ist eine kleine Arbeit, das zu machen. Und wenn du das siehst, der Ring war einfach nur noch wie Hartplastik. Der ist so durchgebrochen. Gemacht, alles wieder eingeschraubt, neue Kappe drauf. So, jetzt ist das kleine Leck sozusagen auch erledigt. Also dann bist du jetzt eigentlich, bis auf das Heckrollo ist jetzt nichts mehr dran, oder? Nee, aktuell ist nichts offen. Nein. Der Wagen hat frischen TÜV gekriegt, ohne Mängel, jetzt glaube ich zweimal hintereinander. Radio läuft gut, Klima läuft gut, Schiebedach läuft gut. Fahrwerk läuft gut. Jetzt haben wir das Auto mal von außen geguckt und jetzt gucken wir noch mal der 90er an. Ja, warm. Wir können ja mal den Motor ein bisschen anmachen, dass die Klimaanlage ein bisschen läuft. Wir werden sehen, was er uns erzählt hier. Das haben wir angesprochen. Guck mal her. Hat auch hier schon, ne? Wann du zum Service musst. Da siehst du das. Ja, das ist unglaublich, ne? Punkte waren es da. Ja. Und das war ja damals immer hier mit diesen Pixelfehlern. Das war immer so bekannt. Aber da ist ja nichts. Nee, so pass auf. Dann kannst du hier drauf drücken. Also, Guck mal hier. Durchschnittsverbrauch. So. Ne? Ja. So, dann nochmal Verbrauch. Du kannst auch alles hier oben vom Lenkrad ausklicken. Ne? Wenn ich jetzt hier klicke, dann schalte ich auch immer eine Funktion weiter. Ja, okay. Ja. Guck mal, 29 Grad. Ja. Witzig sind zum Beispiel so Geschichten Distanz. Du konntest hier eintippen, was weiß ich, ich fahre jetzt jemanden besuchen, der wohnt 250 Kilometer weit weg. Mhm. Dann habe ich 250 Kilometer eingetippt, bin losgefahren, dann hat das Auto immer ausgerechnet, wann ich ankomme, bei der aktuellen Geschwindigkeit. Echt? Ja, so dann hast du natürlich den üblichen Check-Control, da haben die meisten immer Angst drauf zu drücken, weil dann poppt alles Mögliche auf. Ihr seht, das ist alles in Ordnung, Display ist auch überarbeitet, hier Pixelfehler, Datum, ne? Hier ist es, es geht alles.
Reichweite, die du aktuell noch hast mit dem jetzigen Benzin sozusagen. Mhm. Dann gab es die Möglichkeit, das Auto noch mal über so einen Code abzuschließen. Stimmt, dass du, ja. Genau, konntest du, glaube ich, eine Motorhaube nicht aufmachen und dann konntest du nicht starten. Konntest du ein Limit dir setzen, und sagst, wenn ich schneller als 180, mhm. dann bing, dann sagt er dir 180. Und Timer, bin ich der Meinung, konntest du die Lüftung mit aktivieren, dass er irgendwie die Standlüftung okay. anmacht. Aber nicht die Klimaanlage, ne? Sondern nur, dass er ein bisschen im Auto lüftet. Ja, und dann hattest du sogar das Kassettendeck, hast du selber nachgerüstet? Also hier. Wieder an der schönen Elbe. Ich hatte hier ein Originalkassettendeck drin und auch ganz ehrlich, wenn du dann ein paar Kassetten hast, das wird irgendwann so langweilig und ist vom Sound auch irgendwie nicht so geil. Dann kriegst du einen Anruf, da hast du kein Telefon, hätte ich mir die Freisprecheinrichtung nachrüsten müssen. Ich habe mir jetzt von Blaupunkt dieses Retro-Radio geholt. Okay. Und das ist jetzt wirklich, das hat, da haben wir sogar mit DAB haben wir eingebaut. Ja. Und das, also da brauchst du einen Adapter für die Antenne und sowas. Und hier hinter ist auch nochmal Speicherkarte, USB und solche Geschichten. Sieht cool aus, ne? Ja, also so, jetzt Telefonfunktion, ja, sag ich ja. Und das war auch in Ordnung mit Uli, weil das passt wirklich rein. Ja. Und du machst eben, wenn du hier so ein Blinky-Ding hast, das geht nicht, sondern das muss schon passen. So, und dann hast du hier als Besonderheit hier unten natürlich deine Klimasteuerung. Du hast ja eine 2-Zonen-Klima mit Drehreglern, ne? Und du hast immer die Möglichkeit auch zu sagen, hier Lüftung, Auto oder nur nach unten. Klar, Scheiben aufklaren, Klima an, ne? Mhm. Automatische Umluftkontrolle und Umluft. Das ist doch Wahnsinn, oder? Das ist verrückt. Das ist echt verrückt. So, und dann hast du hier Anti-Schlupfkontrolle, die du ausschalten kannst. War gedacht, wenn du dich festgefahren hast oder so und er so nicht eingreifen, dass du durchdrehst. Genau. Und Fahrwerk, EDC, Sport und Komfort. Konntest du umschalten, was auch so lustig ist. Da ist ja ein Licht drin. Pass mal an, der wird so heiß, dieser Schalter, weil da eine Birne drin ist. Merkst du, ne? Ja. Ja, ja. Genau. Und dann hast du hier noch Rollo, oder? Das ist das Rollo, das ist wie gesagt ja jetzt stillgelegt, genau, weil der Motor nicht geht. Nee, das ist original von der Werksalarmanlage. Ja. Die blinkt dann irgendwie, wenn du abschließt und dann schaltet die sich ein. Und das war von der damaligen Alarmanlage, die eingebaut war. Okay. Haben wir drin gelassen, so, weil ich gesagt habe, komm, hätten wir auch noch mit anschließen können, dass es blinkt. Aber wir haben ja ein Modul oben im Fenster, das hast du ja, da kannst du tagsüber gar nicht sehen. Ja. Da blinkt von Pandora der Schriftzug nachts, wenn das Ding scharf ist, nach außen. Ja. So. Dann hast du hier oben deine klassischen Leselampen. Da oben war es, ja. Ja. Dann hast du natürlich hier auch, wenn du Licht an hast, ne, hast du zwei richtig schöne Kosmetikspiegel. Genau, da hattest du gesagt, hier, ja, genau. Jetzt auch. Mach mal. Einmal reindrücken, ne? BMW, ja, genau. Und einmal natürlich unten auch nochmal. Ja, Wahnsinn, oder? Ja. Dann gab es hier sogar noch irgendwie Getränkehalter, die man hier so mit so einem Hebel, die hat er nicht. Ich weiß nicht, musste man wohl bestellen. Und hier oben hast du Leselampen, ne? Hauptlicht. Oh, also ich meine. Schiebedach können wir auch noch mal zeigen. Ja. Also ne, kannst du komplett natürlich zumachen. Jetzt ist es zu und du siehst auch wieder das Thema. Es ist immer, dass das hängt. So, kleiner Windspoiler auch schon drin. Ja. So, jetzt kannst du komplett offen fahren. Machst du die Scheiben komplett weg und das. Oder du drückst wieder drauf und lässt ihn wieder in seine Kippposition hochfahren. Ja, so cool. Du siehst, es geht. So, Lenkradverstellung hatte ich schon gezeigt, ne? Also hast du hier einen Hebel, rauf, runter und also das ist schon so geil gemacht. Das wünschst du dir echt bei einigen Autos, ne? Das ist schon echt cool. Und dann, dass er das wegfährt, dann hast du natürlich einen Tempomaten. Beschleunigung, Verzögerung, aus, Abruf, aus. Du schiebst also, wenn du fahren willst, ihn einfach nach vorne, dann geht der Tempomat an. Wenn du schneller willst, drückst du ihn nach vorne. Wenn du langsamer willst, nach hinten. Na, wenn du ausmachen willst, gehst du nach oben oder nach unten. Und wenn du einen Recall machst oder einen Resum, drückst du den einmal klick, klick hier rein. Aber so sitzt auch sehr bequem. Hm? Ja, du hast Lordosenstützen. Also die Sitze sind super. Und man hat ja auch wirklich Platz in diesem Auto. Ne? Das ist sehr angenehm. Der Wagen hat wirklich, wirklich... Aber hinten kann keiner mehr sitzen. Nein, hinten ist. Du müsstest hinten den Sitz so nach vorne machen, da kann vielleicht ein Kind rein. Mhm. Aber dann sitzt du mit deinen Beinen hier auch nicht mehr besonders bequem. Das ist aber, ich sag immer, für einen Notfall, wenn du mal jemanden zum Bahnhof bringen musst oder sowas, ne, sagst, komm, Regenwetter, ich fahre dich, ich habe den Achter nur da. Das geht schon, aber es ist kein Auto. Also eigentlich ist es gedacht, um Gepäck und sowas hier reinzumachen. Ne? Aber ich muss muss man sich essen. Das ist so. Ja. Auch wenn das, weiß nicht. Ich bin mal gespannt, wie eure Meinung da draußen ist, weil das ist ja so was Wahnsinniges. Also ich habe den noch nie live gesehen. Das sagtest du. Sagtest du, wüsstest, glaubst, du hast da schon mal einen irgendwie gehabt, aber so das Auto selber näher angeguckt hast du noch nie. Und dann so ein 12-Zylinder Handschalter. Ja. Handschalter und dann hier die schwebenden Kopfstützen. Ne? Ja. Die sind ja drehbar. Ach, stimmt, die sind drehbar. Ne? Die ziehst du so nach vorne, wenn du möchtest. Ja. Oder du schiebst die nach hinten. Und dann hast du in der Tür, auch wenn du dir das anguckst, was ich total cool gelöst finde, ist das mit der Lüftung. Also er schiebt durchs Cockpit an der Seite die Luft da rein und die geht dann oben an der Lüftungsdüse da natürlich rein und da wieder raus. Ne?
Ja. So, und dann gucken wir auch die Tür, auch die Verkleidung. Unten ist noch eine kleine Tasche, vorm Sitz unten ist eine kleine Tasche. Was die sich haben einfallen lassen und wie schön das alles aussieht. Ja. Ganz massive Tür, Lautsprecher drin. Ja, du siehst auch alles benäht, ja. Ne, ist beledert. Du hättest noch mehr Leder irgendwie kriegen können. Aber ich sag ja, ein traumhaftes Coupé. Ist wirklich was für Oldtimer-Sammler. Ja. Technisch absolut toll zum Fahren. Ich sag ja, wird sehr geliked, der Wagen. Und ich bin happy, dass ich den habe, weil ich finde den wirklich gut. Und steht also auch nicht an, dass der verkauft werden soll. Wie gesagt, ich finde es auch super, dass du sowas noch hast. Und den, wir haben gerade mal geguckt, so, ich glaube, 11 Stück gab es. Und mobile, wenn jetzt handgeschaltet ist. Handgeschaltet. Handgeschaltet 8,50. Ja. Ne, es gab ja noch CSI, die hat ein bisschen mehr Hubraum. Ja. Ich weiß nicht, halt mich, würde mich, ich würde den eh nicht mehr quälen hier, ne? Dafür ist er ja nicht. Ja. Nee, dieser ist ein 5 Liter. 5 Liter Wagen. 5 Liter M70, handgeschaltet. Mhm. 5 Liter. Den gab es ja sonst nur mit einer Viergangautomatik. Und die Viergang war? Ja, sehr müde. Mhm. Ne? Und kannst dir ja die Übersetzung dann auch vorstellen. Also das hier war das fahraktivere und geilere Auto. 6 Gang, ja. So, und heute gehen alle zu DSG und sonst was, ne? Doppelkupplung. Mhm. Jetzt fährst du mal wieder handgeschaltet. Und du hast ja gemerkt, der hat ja einen geilen Sound, wenn er fährt. Ja, ne? Ja, das ist der so. Der schiebt ganz mundin an. So, Fahrgeräusch. V12 850i. Jetzt sind wir bei 40, 50 und jetzt schalten wir mal den fünften Gang. Ein Tageskilometerzähler. Ja. Der hat nämlich hier oben, kannst du umschalten zwischen Tageskilometer 1 und 2. Guck mal, 1 und 2. Okay. Hat jetzt umgeschaltet und wieder zurück. 1 und 2. Er hat 2 Tageskilometerzähler da drin. Also die haben sich schon wirklich Gedanken gemacht damals mit dem Auto. Und die haben, glaube ich, alles reingemacht, was ging. Alles. Oder? Ich glaube, das alles, war so, was technisch ging. Du, bei 160, wenn du so fahren würdest wie jetzt, zieht der vollautomatisch die Scheiben zu. Damit du hier, also damit der Zug weggenommen wird und solche Sachen. Ne? Dann das Auto war bei 250 abgeriegelt. Der ist mit 250 eingetragen, der Wagen. Schon krass. Das ist schon krass, für, ne? für das Alter. Ja, für die Zeit. Weißt du, wie viel der wiegt? Oh, schwer. Muss ich also nochmal reinschauen. 1,8 Tonnen, hätte ich mal gesagt. Ja. Ja. Aber das heutzutage ja noch. Ja, du musst das wieder. Genau. Das ist alles immer relativ. Ne? Wird immer mehr Leistung eingebaut und die Autos werden immer schwerer. Und dann sitzt der Fahrer nachher auf Carbon sitzen, ohne irgendwas und sagt: Naja, so bequem ist das hier auf Langstrecke nicht mehr. Genau. Ja. Ich bin mal gespannt, was die Leute draußen schreiben. Kennt ihr den Wagen? Schreibt das mal drunter. Wäre das was für euch? So ein Projekt vielleicht? Oder sagt ihr, nee, das ist jetzt nichts für mich? Also das würde mich mal interessieren. Vor allen Dingen auch 3 Steuergeräte, was du sagst, das vorne mal Motor und so alles. Wahnsinn, was hier drin ist. Der hat ja noch viel mehr hinten im Kofferraum. Wenn du die Seiten aufmachst, bei den Batterien sind überall Steuergeräte für EDC. Na, allein das mit den Scheinwerfern. Ich meine, wenn du Lust hast, stell die Kamera noch einmal rum und guck noch mal nach vorne raus mit der Kamera und ich mache die Scheiben, die Scheinwerfer noch mal hoch, damit ihr mal seht, was das für einen Unterschied macht. Jetzt habe ich Standlicht an und jetzt fahre ich die Scheinwerfer hoch. Guck mal an, die beiden Augen, die da aufploppen. Ne? Und wieder weg. Ja, ist schon cool. Und dann Scheinwerferreinigungsanlage und so weiter. Ja. Ja. Wie sieht's aus? Es gibt tolle Oldtimer. Ich finde, von der Technik und so weiter ist das hier was ganz Besonderes. Und dann auf von den Stückzahlen. Ne? Man sieht die wirklich gar nicht mehr. Also ich wüsste hier in der ganzen Ecke überhaupt nicht mehr, wo so ein Auto steht. Früher stand bei so einem Autohaus mal ein roter in meinem Fenster, der ist auch weg. Und mir ist, glaube ich, im ganzen Jahr ist mir einer entgegengekommen. Weil ich du hast natürlich ein Auge für so ein Auto. Ja, klar. Also bei uns jetzt hier auf dem Dorf und so gar nicht. Also da habe ich jetzt gesagt, liebe Grüße an, wie war es nochmal, an Paolo? Ich glaube, Paul war es. Oh Mann, ich schnell das wieder raus. Aber bei uns im Dorf, in Menden, haben wir, glaube ich, noch einen roten. Aber den habe ich auch nie gesehen. Also du meinst, das ist ein 8-Zylinder, ne? Das ist ein 48. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Die haben auch ihre Fangemeinde. Der Motor ist ein bisschen leichter, braucht ein bisschen weniger Sprit. Ne? Hatte dann das moderne 5-Gang-Automatikgetriebe. Aber ich fand immer ein 850er. Wenn dann richtig. 12-Zylinder. Ja. Es ist halt, ne? Aber so sieht's aus. Ich bin gespannt. Ja. Wir Daumen nach oben, liken. Lass mal ein Like da, genau, schaut mal bei uns auf den vorbei. Kanal. Wenn ihr da irgendwie Hilfe braucht, kampfhaus.de/kontakt. Ja. Und ich glaube, wir beide gehen jetzt gleich ins Schwimmbad. Ne? Wir gehen jetzt so warm. In dem Sinne, macht's gut, haut rein. Ciao. Ciao.